Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Monster Hunter World. Ja, in der letzten Folge war es ja vermeintlich das Ende gewesen. Es hat sich, es, wenn die Leute, ne, wenn es, sie sich gefragt haben, warum ich dachte, dass es das Ende wäre, es ist halt hart aufs Ende zugegangen. Es fühlte sich sehr stark nach Ende an, okay? Aber so wie ich erfahren habe, sind wir, was, wir sind noch nicht mal... Wir haben vielleicht das Tutorial abgeschlossen oder so. Ja, auf jeden Fall sind wir da ein bisschen noch. Es fühlte sich halt stark nach Ende aus. Sora Magdaros besiegt, die Sonne geht unter, Musik wird eingespielt, all sowas halt. Ah, das fühlte sich halt, da fehlte nur noch, dass die Credits hochfahren und dann fertig. Nein, also es geht auf jeden Fall weiter. Es soll noch ein ganzes Stück weitergehen und jetzt soll es erstmal richtig losgehen. Ich weiß nicht so ganz, was das heißt, dass es richtig losgehen soll, weil ich ein bisschen Schiss habe, muss ich sagen. Auf jeden Fall bin ich verwirrt. Auf jeden Fall können wir jetzt andere und stärkere Waffen machen und wir können irgendwie aufbessern. Stufe 1. Guck mal, da steht jetzt Stufe 1. Stand da vorher schon Stufe 1? Ich bin ein bisschen verwirrt. Stand da vorher Stufe 1? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Stufe 2. Ja, ich glaube, das stand vorher auch schon Stufe 1, ne? Ja, das stand vorher auch schon Stufe 1. Ja, ja. Wir müssen ein bisschen aufwerten und verbessern und... Ach, ich weiß gar nicht, was wir alles machen müssen. Es soll auf jeden Fall jetzt erst richtig losgehen, auch mit, naja, starken Monstern und noch mehr Gefluche, noch mehr Hate und ich bin... Ja, ich bin jetzt schon gespannt auf den Puke, weil der soll jetzt anders sein als, naja, das, was wir vorher kannten. Sagen wir das mal so. Ich habe echt Schiss. Ich weiß einfach nicht, was uns erwartet, aber wir kriegen das hin. Komm, wir sind die Besten. Ich habe echt Angst. Ich freue mich gerade heute. Wirklich, heute, ich bin ein bisschen sehr gut gelaunt, man merkt es vielleicht. Okay, aber das kann sich bestimmt ganz schnell legen, wenn wir gleich gegen den Puke, der ja jetzt in der Wildturmödnis gefunden worden sein sollte. Was ja nicht sein natürlicher Lebensraum ist, sondern eher die Giftfelder im Welchen, da. Weste im Welchen. Gut, ja, nee, doch. Herstellungslistobjekt. So, Blitzkapseln. Nehmen wir mit. Ich mag die Blitzkapseln immer noch, auch wenn es immer danach aussieht, als ob ich damit nicht um kann. Das war falsch. Das war richtig. So, wir nehmen ein paar Tränke mit. Weil eine gewisse Angst besteht. Was ist eigentlich besser, Ultratrank oder Maxitrank? Also vom Seltenheitsgrad her ja der Ultratrank, oder? Nehmen wir nochmal zwei Maxitränke mit. Sprint, ja, nö, wie? Hier. Verbessert deine Angriffe und erfüllt dich mit, na was wohl, Dämonenkraft! Ja, Dämonenkraft ist schön. Ich mag Dämonenkraft. Ich bin ein großer Fan von Dämonenkraft. So, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir irgendwann mal loshuscheln müssen. So, wo soll man hier hin? Wo soll man hin? Ah ja, genau. Ich. Wildturmödnis. Ja. Ne, ja. Ja, da, ne? Wir starten natürlich gleich los. Halte gedrückt, um die Chatfunktion zu benutzen. Aha. Dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt und wie das jetzt und ob wir nicht auch noch auf längere Schwerter gehen sollen, wegen mehr Reichweite oder so. Und ich weiß nicht, wir werden sowieso immer mal wieder die Waffen wechseln. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Mal wieder hier ein bisschen, mal wieder da ein bisschen. Alles irgendwie mal so ein bisschen machen. Außer den Dudelsack. Wir spielen nicht mit mehreren, deswegen wäre Dudelsack so ein bisschen so. Was soll ich hier mit dem Dudelsack rumrennen?
allgemein mit einem Dudelsack rumrennen. Ich trage ja auch keinen Schottenrock. Ich trage zwar nichts drunter, aber ich trage dafür keinen Schottenrock. Die sind mir zu lang. Ich bevorzuge Miniröcke. Was? Gott, ich habe so gute Laune. Okay. Ah, da kommen Geheimnisse raus. Ich weiß, dass wir das zuletzt gemacht haben, was? Was? Willst du dich erst einmal umsehen? Was? Nein. Das war mir noch wichtig. Hallo. So, erst einmal umsehen. Erst einmal umsehen heißt für mich, ich... Ja, sehe mich um halt, ne? Untersuche die Wildhornödnis. Aber wollen wir mal sehen, ob wir hier den Bogey finden. Hallo. Wir haben immer noch keine Viecher gefangen, ne? Gekritzel. Das müssen wir auch noch suchen. Gekritzel. Da ist noch mehr Gekritzel. Um die Palico-Fähigkeiten zu finden. Das wäre auch noch was. Gekritzel. Bringt mich nicht zum... Da, Gekritzel. Weil dadurch finden wir ja andere Fähigkeiten. Beziehungsweise kriegen wir andere Palico-Fähigkeiten. Das wäre natürlich auch nochmal ganz andere Liga jetzt. Aber dafür müssen wir Gekritzel finden. Und ich glaube, Gekritzel ist noch nicht so, dass ich es suchen kann, ne? Nee. Da fehlt noch ein bisschen Gekritzel fehlt noch, was wir suchen müssen, beziehungsweise finden müssen. Jetzt bin ich aber auch da ein bisschen fix drauf. Naja, vielleicht begegnen wir uns ja noch. Wir sollen ja jetzt ja auch erstmal den Bugai finden. Oder Bouquet oder wie auch immer. Gekritzel? Barott. Schlafkraut. Barott. Ja, hier geht's ja zum Barotto. Barott. Barottschlamm. Ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht die Spur von dem Barott aufnehmen. Wir sind ja rein theoretisch auf der Suche nach dem Puki. Das Honig. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Feldforschung für Honig haben, aber ich glaube nicht. Da hinten glitzert irgendwas. Mach mich fertig. Da hinten glitzert was. Was ist das? Ist da funkelt was? Ah, okay. Ja, gut. Ein Förderplatz. Haben wir irgendwas? Förderplatz? Nee. Drachenader. Drachenader? Das ist doch eigentlich vom Sora Magdaros, oder? Findet man das jetzt auch in der... Da hinten brauche ich gar nicht gucken. In der Weltgeschichte? Gekritzel. Ja, nur noch ein bisschen. Vielleicht hier weiter in der Höhle rein. Leuchte Moos ist auch... mal so gar nicht interessant. Einfach den mal mit. Knochen. Ich bin jetzt ein bisschen angefixt von den, von dem Gekritzel. Großes Gekritzel, geil. Von dem Gekritzel bin ich gerade ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Das heißt, wir können es jetzt finden, oder? Ist das jetzt nicht so, dass wir es finden können? Wie? So, jetzt laufen die da hinterher, ne? Ja, geil! Na, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich jetzt verwirrt. Nee, hier hoch. Der Grümelikaner. Grümelikaner. Grümeln die ganze Zeit. Geil, da bin ich ja mal gespannt. Dann kriegen wir ja noch ein anderes Gadget. Hallo. Hallo. Knochenhaufen. Na, dann ist es ja doch was ganz anderes, was wir jetzt machen. Und nicht mehr das, was gedacht wurde. La 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 la. Na, wo schickst du mich hin? Alte Fußspur. Hey, Barott. Was geht? Bin gerade hinter dem Gekritzel her. Chill Nuggets. Wo führst du mich denn ganz hin?
mal, habt ihr eigentlich wieder was? Ameisen? Ameisen? Nee. Und rein in das Loch. Schön. Aber warum nicht? Machen wir mal Knochenhaufen. Drachenknochen. Ja, guck mal, sowas habe ich... Stimmt, wir finden jetzt ja auch andere Sachen. Wir sollen jetzt ja sogar auch andere Sachen finden. Da wäre das ja gar nicht mal so schlecht, wenn wir das hier wirklich machen, wa? Vielleicht finden wir ja noch mehr Drachenknochen oder so. Ja, das hier hilft eigentlich gar nicht mehr. Das ist eigentlich relativ irrelevant. Ob wir das nun machen oder nicht. Warte, hier? Hallo? Hallo, Kumpels? Hallo? Wir pirschen uns an die Katze. Die gemeine Hauskatze. Auch unter dem Namen Katzi McMaxi bekannt. Keine Ahnung warum. Die anderen sind noch nicht zurück. Ich muss sie suchen. Hallo, wir sind von der Forscherkommission. Ist hier etwas geschehen? Forscherkommission? Ach, die in dem seltsamen Haus? Die anderen Beschützer und ich sind zu diesem Versteck zurückgekommen, aber auf dem Weg zurück hat uns ein Barot angegriffen. Die anderen gerieten in Panik und wir wurden getrennt. Ich habe gehört, deine Leute sind gute Jäger. Hilfst du mir, meine drei Freunde herzubringen? Es wäre uns eine Ehre. Aber vielleicht trauen sie Unbekannten nicht, wenn sie euch kommen sehen. Benutzt euer Fangnetz, um sie zu erwischen, bevor sie weglaufen. Seid behutsam. Wenn ihr alle drei gefunden habt, bringt sie hierher. Bitte helft meinen Leuten. Na, Halleluja. Okay. Fangnetz. Ich. Mein Götterkäfer. Lell. Ja, Donnerkäfer. Ich brauche sowieso keinen Donnerkäfer. Mit Fangnetz, ja, da habe ich auch gar keine Ahnung von. Ja, wo soll ich die denn finden? Hui, 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 hui. Weiß jemand, wie ich hier wieder rauskomme? Hui. Bin. Aha. Nee, lass mal. Lass mal, Bro. Na toll, wir sind doch da. Ich habe ihn abgelenkt. Ich will jetzt nicht gegen ihn kämpfen. Ich hatte jetzt nicht vor, gegen ihn zu kämpfen. Sondern wir sind auf der ewig währenden Suche. Oh, guck mal da. Das ist auch wieder dieses Drachonit-Erz hier. Versora Magdarotz-Erz. Tag. Suche. Ich suche ein paar Hauskatzen. So richtig schnurrig und schnuckelig. Habt ihr die gesehen? Wie finde ich die denn jetzt am besten? Habe ich irgendwas auf der Karte? Sieht nicht danach aus. Das ist doch irgendwas. Okay, das ist vielleicht auch gar nichts. Aber das ist etwas. Das ist etwas, was wir mitnehmen. Dankeschön. Lohnt sich das Sammeln ja mal wieder, wa? Mahlzeit. Da ist ein Bouquet. Hier, da ist ein... Ein Barot, aber... Wie ich jetzt die Leute finde? Wo geht's denn hier hin? Ah, ja. Intelligent. Okay, wir sind wieder zurück, Schnupp. Seelenkernerz. Nein, gegen den will ich jetzt ja nicht kämpfen.
Nächstes Mal nämlich, wenn wir nochmal wieder gegen den kämpfen sollten, nehme ich nächstes Mal Schreikapsel mit. Sind wir jetzt eigentlich im Kreis gelaufen? Oder gibt's. Bitte sag mir, dass es noch einen Eingang gibt. Es gibt noch einen Eingang, oder? Sieht nicht so aus, als ob wir im Kreis gelaufen sind. Ich bin nicht so einer, der im Kreis läuft. Da funkelt was rot. Das ist ein Kaktus-Ding. Oh, warum nicht? Das ist ein Kaktus. Gibt Forscherpunkte. Vielleicht finden wir noch irgendwas Schönes. Nein. Nur Mist. Okay, nichtsdestotrotz frage ich mich ja, wo die jetzt sind. Falls wir auch noch auf ein Bouquet stoßen, ne, wäre das natürlich auch noch recht gut. Was haben wir da? Ein Nova-Kristall. Aha. Sowas gibt's auch noch. Ja, wir finden auf jeden Fall vieles neues Zeug. Also, wir sind jetzt gerade aus dem Tutorial raus. Das ist eine Ratian-Fährte. Moment mal, was? Das kann nicht sein. Irgendwas stimmt nicht. Soll ich jetzt einen Ratian folgen? Naja. Ich habe ja mal wieder keine andere Wahl. Da, okay. Huch, sieh dir mal diese Fährte an. Eine alte Bouquet-Fußspur. Ja, dann sind wir wohl doch erstmal jetzt wieder auf Erhöhe Jochemay. Aber er verhält sich merkwürdig. Ja, was ist hier los? Neues Ziel. Schnappen wir uns den Puke. Was meinst du mit schnappen? Hey! Ich bin kein sehr guter Zieler, ne? Fällt's auf? Glaub nicht, oder? So. Ich habe auch schon gehört, dass wir wesentlich bessere Waffen haben sollen, aber ich weiß nicht, wo wir sowas so schnell herbekommen. Ich weiß leider nicht, wo wir das... Ah, ja, der ist so nicht zäher. Den machen wir fertig hier. Glaub mir. Hier. Schon so eingepennt. Ganz ehrlich, ich hätte eigentlich noch mal gerne das hier. Oh, der haut schon ab. Ja, na gut. Er will wahr. Ey, nimm das außer Hand. Schon 40 Stunden drauf, der und er kann's. Wo kommst du denn her, Mann? Wenn du nicht so lange gehampelt hättest, ne? Jetzt mal wirklich. Hättest du nicht so lange gehampelt? Bah, das gab Bohnen oder was? Oh, eine Feder von ihm. Ich hätte deine Feder geklaut. Mist, ich kann es nicht so gut. Ich kann nicht so gut erzielen, habe ich das Gefühl. Bleib hier, du Spinner. Was sind denn für kleine Dinger da? Na, jetzt haut er ab, wa? Jetzt haut er ab. Was zur Hölle waren denn das für kleine Dinger? Oh, du hast eine Vitalitätswespe. Was seid ihr denn? Was seid ihr? Feuert ihr mich an? Ich bin verwirrt. Ich bin übelst verwirrt. Was sind denn das für Viecher? Ich glaube, die haben uns angefeuert. Oder wollten unseren Tod. Aber das... Hat er sich gerade in die Luft gejagt? Greift er uns an? Die greifen uns doch an, oder? Die kleinen Stricher greifen uns an. Keine Ahnung, was ihr seid. Ihr verwirrt mich.
Die kleinen Striche haben uns doch gerade angegriffen. Hier, der hat schon wieder eine Bombe dabei. Ich bin verwirrt. Was? Ich bin verwirrt. Die sollen mich nicht so hart verwirren. Die kann ich auch nicht anfokussen. Nichts. Hey. Nicht vergiften. Vergiften ist scheiße. Hey, auch nicht anspritzen mit irgendwelchen Schweinkram. So, wir haben ein kleines Monster getötet, aber ich habe keine Ahnung. Ich hüpfe hier weiter. Jetzt können wir sie... Hey, wir konnten nicht. Ich hatte das Gefühl, dass wir die ganze Zeit nicht anvisieren konnten. Aber scheinbar war ich nur zu doof. Okay, es ist jetzt nicht gerade... Jetzt... Was? Du stellen dich jetzt ganz normal hier hin. So. Du willst sie nicht so wirklich, ne? So, der ist tot. Der hinterlässt irgendwas. Hey, nicht Kira zum Einschlafen bringen. Geil, Material. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Was bekomme ich? Ein Giftmesser. Ein vergiftetes Messer, das mit der Schleuder verschossen werden kann. Oh, klar, warum nicht? Für rohes Fleisch. Ja, droppen die immer irgendetwas, oder? Oder wer? Hier lag doch... Ernsthaft, war ich jetzt in die Erde getreten, oder was? Hier lag doch noch einer. Naja, gut, egal. Okay, So, wir wollten den Pukay weiter fertig machen. Ich schleife nochmal ganz kurz mein Ding hier. Ich habe keine Ahnung, was das waren. Wie hießen die? Irgendwas mit G. Gelgamesh. Gaia. Ganz anders.